Ah, verdammt. Ich finde das so geil. Es gibt eine Compilation von. Oh, was? Das ist nicht cool. Hallo? Alter. Also ja, es gibt eine Compilation von ich will aber nicht da rein, Mann. Ich will das nicht absagen. Wenn ich aber hier hingehe, dann trifft er mich. Aber ist eigentlich nicht schlimm, ne? Er kann ja nicht angreifen, oder? Doch, kann er. Nee, kann er nicht. So, du machst mich ja. Der Drache macht mich nicht mit einem Schlag fertig. Und ich kann ihn kontern, egal. Also was machen wir dann? Dürfte passen. Ja, es gibt eine Compilation von Konstanze. Von jede Szene, in der sie am Lachen ist. Und das ist einfach eine Minute lang einfach nur. Ich mach so, jo. Oh. Das ist natürlich die japanische Version, ne? In der englischen macht die diese Lache nicht. Am meisten killt mich immer die allerletzte Szene, was irgendwie so eine von einem Kampf ist, das irgendwie so eine Quote, so ein Zitat, wenn sie irgendwie einen kritischen Treffer macht oder so. Dann sieht man einfach nur dieses Cut-In von einem kritischen Treffer, wenn ein kritischer Treffer aktiviert wird. Sie greift den Gegner einfach nur an. Dann lässt sie irgendwie vollen Zauber auf die niederprasseln. Und am Ende sagt sie immer noch so, Ikimasu yo. Das ist das Witzigste überhaupt. Meine Fire Emblem Free House war irgendwie gefüllt mit Memes, habe ich so das Gefühl. Oh, du willst mich auf den Arm nehmen. Ich kann. Cool. Ich kann sie nicht bewegen. Oh mein Gott. Ah, triff ihn bitte. Hat die mir eine Falle gestellt, ey. Stärke und Behendigkeit. Ich glaube nicht, dass ich hier lebend rauskomme. Und genau wegen solchen Sachen fühle ich mich nicht schlecht, irgendwie einen Zeitkristall zu haben, weil sowas geht nicht. Was soll ich denn dagegen machen? Da muss man schon ein Hellseher sein, ne? So, wenn ich mich nicht irre, dann schwächt sie ja Gegner, wenn sie angreift, ne? So, damit angreifen und doppeln. Und damit. Und ich kann auch keine Wand hier aufbauen, um die vom Angreifen abzuhalten, weil. Obwohl, ich könnte den ja machen. Ah, ich muss wahrscheinlich mein Bündnis hier einsetzen, ne? Lucina, komm. Alle für einen. Das bringt ihn nicht mal um. Cool. Okay. Cool. Was halt. Ich hätte vielleicht erst ein paar Leute dahin platzieren sollen, ne? Ah, nun, ich glaube nicht, dass das was bringt. Nein, da hat nichts gemacht. Obwohl,
Also wenn er ihn nicht tötet, 25, 14, nein, tut er nicht, dann geht das hier noch klar. Das Problem ist, da oben die Situation mit Dings ist noch nicht erledigt. Na, Verteidigung, Resistenz, cool. So, du hast nicht zurückgewechselt zu deinem Ding. Cool. So, was ich jetzt machen muss, ist erstmal greife ich ihn an, weil warum nicht, ne? Und ich könnte Dings einsetzen, Protection, ne? Ich kann aber auch heilen. Beide müssten eigentlich Angriff überleben, solange die über 20 HP haben. Du bist ja mehr als 20, ja. Ich will wirklich mal hier hin. Vielleicht geht er nur einen Schritt nach unten, damit ich ihn besser erreichen kann. So, wenn du auf John losgehst, dann finde ich halt ganz schön doof, weil ihn kann ich nicht heilen. Also lasst ab. Ja, du dürfst ihn. Nein. Wow, mach den. So, fertig. Nee, mach's doch nicht, weil gebrochen. Ich vergesse es jedes Mal. So, und er geht auf John los. Nee, auf Celine. Das ist besser. Ah, jetzt kann ich ihn nicht angreifen. Weil er mich kontern kann jetzt mit Nice Atem, ne? Okay. Oh, Figur plus 1. Ich glaube nicht, dass sie unbedingt das brauchen wird, aber gut zu wissen. Alter, wie viel Schaden macht sie? Weil eine fliegende Einheit ist oder was? Oh, der Typ, das gibt's jetzt nicht. Oh, da kommen noch mehr Leute. Ja, ich muss den da erledigen, aber ich kann mich nicht bewegen. Oh nein. Cool. Sie ist tot. Außer, nein, habe ich nicht. Ja, genau, wenn das voll gewesen wäre. Oh, und sie kann sich nicht bewegen jetzt, weil, oh mein Gott, das gibt's jetzt nicht. Aber oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist kacke gerade. So, und die sind alle hier geschwächt, ne? Ich komme hier nicht. So, er erreicht sie. Er erreicht sie nicht. Er ist ein Schwertkämpfer. Gibt's hier irgendwas, was ich machen kann mit ich mich hier irgendwie retten? Noch 7 Schaden, das bringt nichts. Ach, er lebt ja auch noch, Mann. Ah, wenn ich jetzt Rettung hätte, ne? Ich glaube nicht, dass ich sie daraus retten kann. Er macht 20 Schaden, er macht 16 Schaden, das ist nicht so viel. Aber sie hat ja nichts aus, das ist das Problem. Ich habe nur einen Heiler, von daher. Wie viel tun Heilmittel heilen? Sie hat, glaube ich, gar keines. Nee, nö. Und er auch nicht. Cool. Und ich irgendwann mit dir, Mann. Du bist aber auch so gut wie tot, Mann. Ja, wenn ich dich hochheile. Warte, wir können das noch irgendwie retten. Alles, was ich machen muss, ist erstmal gucken. Kann ich irgendwas mit dir reißen hier? Hauskombo, perfekt.
78, was? Und deswegen benutze ich die Dinger nicht gerne, weil ich genau wusste, sie sind voll überpowered, ne? Oh, der Amir macht zu viel. Okay. Greifst du mich eher an? Sah so aus. Kein Erstfolgeangriff möglich. Alles klar. Also, warte, was? Warum mache ich mit einer Eisenlanze hier Schaden? Okay, Hauskombo. Okay, ich nehme an, ich mache so viel Schaden mit den Sachen. Weil eins ist ein Bogen. Ich nehme an, der ist anfällig gegen Kriegende Einheit. Ich muss mir mal die Sachen genau anschauen. So, und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich bin tot, ne? Nee. Und zwar blockiert er jetzt sie, ne? Und ihn kann ich auch dahin bewegen, ne? Perfekt. Er hält jetzt ihn hoch. Hoffentlich genug. Und das so ausgerüstet. Ich mal kurz hier gucken. Das ist eine Leichtlanze, perfekt. Dadurch wird er nicht gedoppelt. Nein, bei dich hoch. Ja, da oben geht definitiv auf John los. Und ein sehr squishy Heiler ist. Oh, yes. So, und wir müssen immer noch ihn erledigen. Ich habe es vergessen. Kann ich nicht erledigen mit den Adelsrapier? Ja. Zack. Boom. So, Etty. Da oben ist auch in Schwierigkeiten. Zum Glück kann sie niemand erreichen, glaube ich. Bin zu gestresst, um mir jetzt anzugucken, was das ist. So. Ich mag es nicht, dass Etty da komplett alleine ist, aber ich muss den Typen sowieso erledigen, ne? Oder? Deswegen, genau. Ich wollte schon sagen, irgendwas wollte ich von dem Typen. Ich wusste nur nicht mehr was. So, du kümmerst dich dann hier um den ja. Ich sagen. Und du chillst dann noch ein bisschen. So, ne, geht sogar auf Ember los. Ich habe doch gerade geguckt, er hatte doch die Leichtlanze ausgerüstet. Nehme ich ja nicht so auf den Arm. Daneben. Daneben, fang. So. Oh oh. Verdammt. Tanky, ich dachte, das soll eine Prüfung sein. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass er uns auch erreichen konnte. Okay. Okay, alles ist dem Bach untergegangen, als diese einen Verstärkungstruppen da kamen. Also, ach, das ist so weit entfernt wieder. Oh Gott. Ich weiß gar nicht mehr, durch was die getriggert wurden, ehrlich gesagt, aber damals war nachdem ich da irgendwie nach oben gegangen bin, wenn du den Drachen getriggert habt, ne? Also warten wir erstmal da. Ich glaube, die sind gekommen, nachdem ich den Drachen getriggert habe, ne? Den Drachen. Du bist dahin, machst ihn fertig. Nein, nicht damit. Dann sollten wir uns erstmal ein bisschen hochheilen, würde ich sagen.
Ja, vielleicht jemanden hin platzieren, der kontern kann. Problem ist, keiner hier überlebt hat. Ich wusste, dass das schwierig sein wird. Die DLC-Kapitel sind schwierig. So, du machst ihn fertig. Ziehen wir dich dahin für mehr Schaden und weniger Schaden. Mehr oder weniger, ne? Ja, schon vor, das Spiel nicht hier. Keine Ahnung. In der Fire Emblem-Szene werden die Bullshit Reinforcements genannt. Das sind. Oh, oder die kommen erst im bestimmten Zug. Das ist natürlich auch gut. In Fire Emblem gibt es etwas, das nennt sich Bullshit Reinforcements. Bullshit Reinforcements sind sozusagen Verstärkungstruppen, die im selben Zug. Ich gehe jetzt einfach da rein und hole mir das. Obwohl, das hat ja letztens funktioniert, ne? Mach mal wieder so. Oh, dann ist die schon wieder voll unterlevelt. Angekratzt und so. Ja. Ja, der Langbogen und Ding zwar ja genug, ne? Oder? Ich will toten Heilmittel heilen. 15. Du machst 20 Schaden, ne? Ich habe das letzte Mal ja überlebt, von daher. Okay, du hast einen Frostatem. Und ich kann mich danach nicht bewegen, ne? Ich habe auch ein Purgativ, von daher. Also ja, im Fire Emblem gibt es etwas, das nennt sich Bullshit Reinforcements. Und Bullshit Reinforcements bedeutet sozusagen, das Spiel hat Verstärkungseinheiten, also die ja zum Beispiel, die sich im selben Zug bewegen können, in dem sie aufgetaucht sind. Das ist unglaublich unfair, weil man dagegen nichts machen kann. Also stell dich mal jetzt vor, die werden jetzt aufgetaucht, ne? Die werden sozusagen, normalerweise tun Verstärkungstrippen immer am Ende meines Zuges auftauchen, ne? Ne, am Ende des gegnerischen Zuges, ne? Was auch fair ist, ne? Weil der Gegner hat seine Einheiten alle bewegt und das Spiel kommt dann so, oh, übrigens, hier sind noch Verstärkungseinheiten, ne? Was aber überhaupt nicht geht, ist, wenn ein Spiel Verstärkungstruppen hat, die nach dem eigenen Zug auftauchen. Das würde dann so aussehen, ich würde meinen Zug beenden, ne? Und dann am Anfang des Zuges kommen dann Verstärkungsgruppen und die können sich dann auch noch in dem exakt gleichen Zug, in dem die gespawnt sind, bewegen. Und das kannst du überhaupt nicht machen, das kannst du nicht machen, weil du kannst darauf nicht reagieren. Und wir reden jetzt hier von einigen älteren Fire Emblems, ne? Wir reden jetzt hier von einigen älteren Fire Emblems, wo du keine Zeitkristalle hast und so, ne? Du dann ein gesamtes Kapitel neu spielen musst, wenn irgendwas schief geht. Oh mein Gott. Von daher, so was geht überhaupt nicht. Ja, wenn die Gegner auftauchen würden nach meinem Zug und die könnten sich schon direkt dann bewegen, dann kann ich nicht darauf reagieren. Ich kann mich da nicht anpassen. Der Gegner kommt einfach und sagt so: Übrigens, jetzt Verstärkung, tot. Dann bringen die einfach irgendjemand um, weil die irgendwie, weiß nicht, an dieser einen Stelle da platziert sind, mit der du nicht gerechnet hast. Und das geht überhaupt nicht, das Ulan ohne. Wie nennt man das? Unter jeder Sau oder irgendwie sowas. Und niemand, der Fire Emblem spielt. Niemand, der gerne Fire Emblem spielt, mag das. Jeder findet alles Müll. Ich glaube nicht, dass ich eine Person kenne, die irgendwie positiv darüber ausgelegt ist. Weil gibt es nicht.
Gott. Kann ich mal einen Stabachs dabei habe. So, kannst du bitte treffen? Würde ich damit Schaden reingehen wahrscheinlich. 91%. Ich meine, es ist schlecht. Ich glaube, Fire Emblem 6 hatte solche Reinforcements, ne? Was ja ziemlich anstrengend ist. Alles, was er machen muss, ist einfach nur irgendwie einige Einheiten eine sehr in einer Stelle zu positionieren, ne? Und dann kommt das Spiel und sagt so: Übrigens, hier sind einige Verstärkungstruppen. Genau an dem Punkt, wo du gerade deine schwachen Einheiten platziert hast. Nur gestern durch das Spiel, du hast keine Ahnung, was dich in dem Spiel erwartet, ne? Und du siehst da und denkst dir nur so, willst du mich auf den Arm nehmen? Was soll ich bitte schön dagegen machen? So, stell dich jetzt mal vor, ne? Ich beende jetzt meinen Zug, ne? Ich beende jetzt hier gerade meinen Zug, ne? Und stell dich mal einer vor, direkt neben Celine wird jetzt irgendwie so ein Schwertmeister auftauchen, der die irgendwie mit einem Schlag weghauen kann. Der könnte sich jetzt schon bewegen. Ne? Dann wäre sie sofort weg und ich hätte nichts dagegen machen können. Weil wie soll ich darauf reagieren? Ne? Ich kann meine Einheiten nicht bewegen, während des Gegnerzuges. Von daher, sowas geht nicht. Man kann es nicht machen. Das ist unfair. Das ist wortwörtlich unfair. Das ist wie als wenn du in Schach irgendwie, weil nicht zwei Züge bekommst. Dein Gegner muss irgendwie darauf reagieren können, ne? Du kannst nicht einfach deine Dame irgendwie so irgendwo hin bewegen und dann die nochmal bewegen, ne? Da geht nicht, dabei unfair. Aber schummeln. So, jetzt sind wir doch ein bisschen besser hier gewappnet. So, ich darf nicht vergessen, da oben war irgendwie so was Glitzerndes, ne? Ich weiß nicht, was das ist, aber ist doch ganz sicher irgendwas Wichtiges, ne? Und ich möchte das haben. Ich möchte es ganz unbedingt haben. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt, Etty da alleine hinzuschicken, aber am besten wäre ja Yunaka, ne? So für den Fall der Fälle, dass irgendwie was kommt. Und so wie das aussieht, kann ich hier den ganzen Weg so rumlaufen, ne? Das wird eine lange Zeit dauern, aber ich weiß gar nicht, ob ich mich irgendwie da bewegen kann. Hier sind überall Gegner. Aber sie könnte die eigentlich erledigen. Und da sind Drachen. So, apropos, du lock mal den Gegner da an. Das ist ein Schwertkämpfer. Schaffst du auch locker. So. Versuchen wir ganz gerne noch mal. Zack. Okay, warum bewegt er sich nicht weit? So, da mein Eisenachskämpfer. Ziehen wir einfach alle Leute, die halt aushalten können, und warten wir hier. Na, du kannst jetzt nicht erreichen. Das bezweifle ich. Nee, kannst du echt nicht. Mach du ihn platt. Wie sie mal vor den ernsten Gesicht auch so kommt, sobald sie irgendwie angreift. Irgendwie gemerkt, jetzt guckt sie voll neutral und dann gleich Level ab. So, du kommst hier hin. So, John wird ja definitiv gut leveln. So. So, ich muss da hingehen, wo die Schatztruhen sind, um die Dinger zu öffnen, ne? Oh, ich kann die Bündnisdinger mehr aktivieren. Cool. So, mache ich dich platt. Schaffst du das, Etty? Ich glaube nicht. Du bist Level 11. Verdammt. So, kannst auch auf ihn losgehen, wenn du willst.
Obwohl. Oh, doch. Mach. Okay. Also 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sind immer noch so viele Gegner übrig. Ja, Kapitel wird lange dauern. Wie schnell er auf mich zugerannt kam. Das sah irgendwie komisch aus. So, ey. Ah. Ich finde das langsam nicht so nett. Bitte sagt mir nicht, die kommen unendlich. Mein Gott, ey. Was soll ich denn dagegen machen? Aber jetzt sind andere Leute, sehe ich gerade. Okay. Oh, ich wollte schon sagen. Nein, das gibt's jetzt nicht. Dreck. Wieso eigentlich? Du siehst aus wie ein Scharfschütze. Nee, ist ein Schütze. Okay. Okay. Sag. Jetzt bin ich derjenige, der die Treppe hochrennt. Also komm, der Fehlpreis, die an diesem Ende des Planeten. So, ich kann eigentlich hier reingehen, ja, und ihn erledigen. Dann den Drachen anlocken. Dann den Drachen vernichten. Oder kill you, destroy you. Ich habe auch keine Hammer oder irgendwie sowas, ne? Also ich kann einen von denen hier so gut wie töten. Wenn jemand anderen den Kill geben, nehme ich an. Ich glaube, ich immer noch produktiv sehe, was ich machen kann. Nehmen wir, kann ich dich schädigen irgendwie? Nein, ich bräuchte nur ein AP, das wäre perfekt gewesen. Okay. Komm. Wäre gut, wenn du ausweichen könntest. Sehr cool. Soll ich hier hochgehen? Dann geht der eine Drache auf mich los. Und dann haben wir den hier erledigt. Ich glaube, das mache ich auch. So, John, bleibt mal da in der Nähe. Okay. Soll ich mich um die aber noch kümmern? So, wenn ich hier den Weg blockiere. Perfekt. Verwunderung. Denn da gleicht es schon irgendwie so aus, dass ich nicht alle Gegner erledigen konnte hier im letzten Kapitel, habe ich so ein Gefühl, wo ich hier am Wegrennen war. So, oh Gott, das ist doch ein bisschen gefährlicher hier. So, du hast eine Fähigkeit Stärke von 24, das heißt, okay, wir sind sicher. Ich meine, du musst immer noch, du musst noch ihn erledigen, aber ja. Zack. Okay. So, und du kannst eigentlich niemanden hier umbringen, ne? Warum kannst du sie erreichen? Weil du einen Wurfbeil hast. Aber das macht 22 Schaden und sie überlebt hat. Cool. Gott sei Dank. Okay, braucht hier jemand Heilung? So. Du überlebst halt auch, ne? Ich will aber nicht, dass er auf John losgeht. Da wird er wahrscheinlich sowieso mit dem Wurfball, ne? Warte mal, ich muss John da oben behalten. Ja, ich würde lieber jemanden heilen, aber mach mal so.
Obwohl, er hat nicht so viel, er hat gar nicht so wenig Verteidigung, sehe ich gerade. Oh, dann einmal über die Erfahrungspunkte. So, wie geht's Etty da oben? Ganz vergessen. Immer noch auf ihren Solo-Abenteuer hier. Okay. Warum? Ach, weil du brechen kannst, deswegen. Ist das irgendwie die Priorität von den Gegnern oder was? Die lieber irgendwie jemanden brechen, anstatt irgendwie genug Schaden zu machen. Ach man, kannst du nicht mal ausweichen. So. Ich merke gerade, ich habe einen Fehler gemacht. Warum habe ich... Oh Gott sei Dank. Ach, wegen dem Eis kann er noch überall erreichen. Voll unbeaufsichtigt da gelassen, ne? So, ich habe eine Idee. Und zwar, weil er hier so nervig ist, ne? Aber den ja. Sie wird ihn ja wohl erledigen können, ne? Oh ja. Dachte der, ich wäre nicht da? Nee. Ich überwache alle Leute aus der Ferne. Ah. Sehr cool. Und Level 12, cool. Jetzt hat sich das Training aus, das waren zwei Werte. Oh ja, Geschicklichkeitsdieb, ich habe es vergessen. Hatte sie ja auch. Ja, habe ich ja letztens gesehen irgendwie. Okay, erst habe ich gedacht, sie hatte keine Schuhe an. Aber merkwürdig. So. Irgendwas sagt mir, hier werden immer weiter Leute kommen, ne? So, das hier hat mir gefallen. Meiner ist ein General. Seine Rüstung sieht so High Definition aus. Ne, ist ein Axtritter. So, dann gib mir noch Level 12 hier bitte. Jetzt fange ich an zu greifen. Einfach umgekippt. Dann kippt er um und völlig vollgestopft. Das war sein erstes Level ab, ne? Ja, ich gerade. So, ich glaube, wir sollten hier reingehen. Selbst wenn jetzt hier wieder Stärken kommt, ich glaube, wir gehen erstmal hier rein. Wo ist John da oben? Na, bitte nicht schon wieder Verstärkung, bitte nicht, danke. So. Oh, warte, verdammt. Ah, gut gemacht. Okay, machen wir so. Ich habe mir voll hier in Dings reingepackt. Hatte der 9-2 Reichweite oder 3? Ja, Heilung. So, ach, ich muss so oder so noch hier bleiben. So. So, haben wir den auch erledigt. Nach Ewigkeiten. Wir haben Pokertipp erhalten, das war es auf jeden Fall wert. Auch wenn er schon die zweimal angekratzt hat. Das mir nicht so gefällt. So. Wir können schon mal hier rein, ne? Ist noch niemand. Na, dann komm mal her. War eine Menge Schaden gegen die. Ich habe die immer noch nicht abgecheckt, die Drachen. Irgendwie anfällig gegen Pfeile, ja, ne?
Oh mein Gott, da kommt immer noch welche. Jetzt nimmt das Spiel schon so Dimensionen an, die schon ein bisschen heftiger sind, ey. So, als ob ich was anderes machen könnte. So, das sind Magier. Die kann mich einfach von allen treffen, ey. Von allen Seiten. Oh, und ich kann ihn nicht bewegen wieder. Super. Und diese Frostdinger sind kacke. Oh, und jetzt mache ich ihn natürlich nicht platt. Verdammt. Cool, also die sind außer Reichweite, aber ich muss einen Purgativ einsetzen, glaube ich. Erlaubt die Einheit in den Kampf von Elia, Dimitri oder Claude einzusetzen. Okay, warte, ich habe eine bessere Idee. Macht den ja. So, wir sollten dann eigentlich überleben. Und zwar mache ich jetzt Enya, dann mache ich Enya. Dann werfe ich die Lanze auf den. Natürlich irgendeine Überraschung dafür Etty irgendwann kommt, ne, dann sind wir sowieso, ja. Dann haben wir sowieso hier verkackt. Diamant ist nicht hier. So, jetzt überlebt hier jeder. Ach. Also langsam können sie ruhig mit dem Verbündeten aufhören, ja. Das wird langsam ein bisschen frech hier. Da sind auch noch Drachen. Ey. Ich markiere die mal alle. So. Wenn ich für Waffen, die effektiv gegen Flieger sind, aber ich für Waffen, die effektiv gegen Drachen sind. Alles klar. Okay. Ich kann ihn ja anlocken. Schafft er ja, ne? Locker, kein Problem. Und ja, irgendwas sagt mir, ich sollte meine Leute hier unten platzieren. Weil da die Verstärkungseinheiten einfach nicht aufhören. Ah, jetzt aber gerne. Zack. Oh, das wird ewig dauern. Sehen erledigt. Ja, komm du ruhig dahin. Du bist auch. Okay, du machst 19 Schaden. Ach, weil daneben steht, weil ich daneben stehe, ne? Ein Schaden weniger, nehme ich an. So, das Gute ist, einer wurde von der Herde getrennt. Aber jetzt müssen wir wegrennen. Verdammt, ich wollte mir eigentlich das Ding hier einkassieren hier. Ich muss dich mal hier anlocken, wenn es geht. Kannst du mal bitte da auf Yonaka losgehen, wenn es geht. Out. Okay. Er schafft es immer genau, so auf 1-2 AP runter zu donnern.
Okay, langsam können wir euch mit den Drachen aufhören. Das wird ein bisschen zu viel gerade. Weil ich hier irgendwie klarkomme. Ich habe nur einen Heiler dabei. Und Heilstäbe wachsen auch nicht am Boden. Ah, ich kann mich nicht bewegen. So, er hat sich bewegt. Cool. Ich weiß genau, was gleich kommt. Hier wieder Verstärkung. Ne? Da muss ich noch mal gegen so einen kämpfen. So. Ist aufgeladen. Zur Not können wir immer noch jemanden hier fertig machen. Stand da gerade Zug 21? Oh mein Gott. Nee. Ist voll zur Seite ausgewichen, auch obwohl da eine Wand war. Nee, keine Verstärkung. Okay, für Zug 22. So, ich laufe trotzdem den ganzen Weg hier weiter. So, ihr kommt mal alle näher. Wir müssen hier alle einzelnen Gegner hier rausfischen. Normalerweise spielt man Fire Emblem etwas aggressiver. Ich spiele sehr langsam, wenn es um Fire Emblem geht. Ja, vollkommen egal. Ich will das Spiel einfach nur gewinnen. Von allen Charakteren Gebrauch machen. Nein. So, kannst du mich mal erreichen, ohne dass der andere in Reichweite ist? Ich sehe das nicht. So, da konnte er mich nicht erreichen, ne? Okay, wenn ich mal da platziere. Ja. Okay, du hast einen Hammer. Sag das doch. Warte mal, war da einer? Ja, ne? Schwertritter, ja. Ach, Schwertritter, verdammt. Kann ich ja nichts machen dagegen. Egal, Liberation hat genauso viel Angstkraft wie eine Eisenklinge. Warum steppe ich denn überhaupt eine mit? Ich habe letztens ein Wodau hier abgegradet, damit hat noch mehr kritische Treffer hat. Ich habe mein nächstes Monster in Planung. Ich habe dann aber Lapis gegeben. Na, oh oh. Darauf habe ich irgendwie nicht geachtet, dass er erreichbar wäre. Nein, hör auf! Das ist gerade der schlechteste Zeitpunkt überhaupt, Mann. Ah. Ja, schon wieder Dings hier einsetzen, ey. Kann sie überhaupt irgendjemand da erreichen? Ja, ne? Oh Mann, sie kann nur den einen erreichen. Ich muss das machen. Das ist ja, wie viel der Dach, den sie erschlachtet hat, ey? Schon maximiert, ey. Alter, ich kann hier nicht so oft. Oh, jetzt sind da noch Diebe. Und die Frage ist immer, soll ich jetzt hier reingehen und die erledigen oder nicht? Was Frostatem ausgerüstet, verdammter Dreck. Ich wusste, sobald ich mich da oben mit denen ja prügel, kommen schon die anderen wieder. Ja, da kommt schon wieder neue Verstärkung. Ich wusste. So, langsam fühle ich mich aber hier in der Mitte ein bisschen sicherer. Richtig mit der Eisenlanze. Wie sieht mit der Meisterlanze aus? Hier ist mit dem kritischen Treffer. Na. Jetzt gerne Mikaya, die ja alle heilen kann.
Wir fahren die Einheit erhält um 20%. Oh, das schon wieder. Gefällt mir nicht. Ah, und ich kann ihn nicht bewegen, weil er von dem Drachen angegriffen worden ist. Das gibt's jetzt nicht. Ah, oh, das gefällt mir ja nicht. Was das Spiel mir gerade antut, ey. 18. Er wird nicht gedoppelt. Er nimmt 20. Er nimmt. Ja, wenn ich John da reinpacke, dann. Obwohl er macht 18 Schaden. Ne, er ist tot. Ja, das sind mir zu viele Drachen hier gerade. Ich finde das gerade nicht nötig. Ich finde das gerade nicht schön. Ich kann ja eigentlich nur experimentieren und gucken, ob das klappt. Toll, ihn kann ich auch gar nicht angreifen. Den kriege ich noch nicht mal erledigt mit ihm. Mein Gott, ey. Ich muss nach oben fliehen. Geht nicht. Muss ich einfach mit jedem, der hier, solange jeder mehr als 20 HP hat, geht das noch. Das Problem ist jetzt eher, ne? So, ich platziere einfach dich da ein, weil du kannst die Gegner ja tanken. Nimmst zwar von ihm Schaden, aber das ist okay. Butchron, dann werde ich mal hoch, würde ich sagen, oder? Mach ich eigentlich? Ich habe eine Magie gegen den Typ. Warum erreichst du ihn nicht? Müssen sie ihn eigentlich voll erreichen können? Zack. Sehr komische Stimme für den Drachen. Er erreicht ihn nicht. Das gibt's nicht. Und du kommst auch nicht an ihr ran. Oh. Wie schlecht ist mein Hauptcharakter? Ey. 16 Angriffskraft. Du wirst sie nicht doppeln, ne? Müssen wir so machen. Ach. Oh, ich kann ihn nicht da wegbewegen, weil dann geht er auf Celine los. Okay, er kann nicht heilen, weil... Okay, ich muss ja wohl schon eigentlich nicht heilen, ne? Ich mache mal den hier. Das bringt's, ne? Ich weiß es nicht. So, ja, abläuft. Ja, aber den Angriff schirmt. Oh, perfekt. Und sie macht den platt. Okay, John konnte nicht getroffen werden, ne? Okay, das war die schlechteste Wahl, die du nehmen konntest, nehme ich an. Er zurück angreifen kann. Ja. Das war. Die Tatsache, dass man sich nicht bewegen kann, nachdem man getroffen wird, ist das Schlimmste. Ja, ey. Ich wollte eigentlich nur so ein chilliges DLC-Kapitel machen, ne? Dann passiert so was hier. Oh mein Gott, mein Hauptcharakter ist immer außer Reichweite. Da bilde ich mir halt nur ein. Der ist immer außer Reichweite, auch wenn ich irgendwie einen Kampf immer beginne. Er ist immer genau außer Reichweite. Ich hatte überhaupt geschafft.
Warum hält jetzt so viel aus? Ja, die DB sind anstrengend. Ich vergaß. Da muss ich den hier einsetzen, ne? Warte mal. Sollte ich immer am Ende erst machen, ne? Wahrscheinlich. Kannst du. Kannst du ihn erreichen damit? Nee, ne. Hiermit kannst du. Dann tötet ihn aber nicht. Oh mein Gott. Mal experimentieren, ja. Kannst du ihn erledigen? Kannst du ihn erledigen? Ja. Perfekt sogar. Ja. So, aber langsam habe ich echt genug von dem Verstärkungsturm. Die sind ein bisschen zu viel. Schaffe ich das überhaupt hier zu überleben? Sie hat 20 HP, sie ist tot. Cool. Er ist auch tot. Kommst du? Nein. Oh mein Gott, ey. Und er kommt nicht daran vorbei. Das ist ein bisschen zu viel hier gerade. Okay, ich könnte mir vorstellen. Mal gucken, ja. Okay. Die zwei Dinge habe ich gar nicht gesehen. So. Dann muss ich dich hier ein platzieren. Muss treffen. Oh. So, und dann musst du ihn hier erledigen. Ein Schwert macht auch Schaden gegen Dings, ne? Nö. Okay, kannst du einen kritischen Treffer machen, bitte? Das zwei Versuche. Nein. Ah. So, ach, ist er auch noch da. Ja, das haben wir vermasselt. Das kann man nicht. Kann ich da überhaupt noch retten? Ich muss das hier einsetzen. Er erreicht hier niemand anderen. Ich muss dann schon versuchen, ja, ihn anzugreifen. Wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass er trifft. Hat aber. So, dann gehst du auf ihn los. Okay. Ich fasse es nicht, dass er immer außer Reichweite ist. Immer. Warum macht sie eigentlich so viel Schaden? Oh. Warum machst du 21 Schaden auf einmal? Entschuldige, was? Wenn sie mich auf den Arm nehmen, macht auch nicht. Macht auch nicht genug Schaden.
Mein Gott, ey. Dann sag ich mich da ein bisschen ja auch, ey. Ja, da ist okay. Weiter. Okay. Ach, nein, da macht er 21 Schaden. Ah, sie überlebt dann auch nicht, sehe ich gerade. Oh mein Gott, ey. Ich meine, ich konnte darauf beten, dass sie ausweicht, aber okay, wie viel Schaden macht sie? Ich muss noch 22 Schaden abziehen. Problem ist, ich kann nicht kontert werden. Sie wird so oder so getroffen. Ich sehe doch schon. Das ist unmöglich, Mann. Halt, warte, ich habe doch Wind, ne? Aber wird nicht so viel Schaden machen, ne? Okay, Yonaka, wenn es jemals eine Zeit kam, wo du ausweichen musstest, dann ist die jetzt gekommen. Da tötet noch nicht mal. Cool. Ja, Kapitel ist viel zu schwer, Mann. Ich das überhaupt noch schaffen hier? Mann. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, alles, was ich eigentlich machen muss, ist nur dafür sorgen, dass jeder hier über 20 HP ist, ne? Überleben halt auch, weil er macht ja mehr als sie. Kann ich nicht dahin platzieren? Warum bist du außer Reichweite? Das gibt's nicht. Da kommen wahrscheinlich gleich noch mehr, ne? Habe ich kaum von dieser Situation hier gerade erholt, ey. Kann ich ihn daneben bewegen? Kann ich nicht. Wow. Was machen wir denn hier? Muss doch noch irgendeine Möglichkeit geben, wie ich das hier schaffe. Ich könnte ihn hier machen. Ah. Bitte treff. So, ist noch die alle erledigen. Kein Problem, ne? Doch ein Problem. Auch Korbschläge, cool.
Ja, cool. Nanyonaka. So, wenn jetzt noch mal neue Gegner kommen, ne? Meine Charaktere sind voll im Eimer, ne? So, langsam habe ich echt genug, ey. Ich kann mir echt nicht leisten, dass jetzt noch mehr Gegner kommen, ey. Das ist die schlimmste Situation überhaupt. Die schlimmste Situation. Nicht. Okay. So, alle nach oben. Alle nach oben, ey. Wir sind von hier weg, ey. Das ist doch nicht mal normal. Gehen die Heilstäbe aus. Gehen die HP aus. Da kommen wahrscheinlich wieder die nächsten gleich, ne? Pass auf. So, längst noch nicht vorbei hier. Da kommt da alles noch. So, es kommt schon hier die Heile auf mich zu. So, wer trifft mich von da? What? Ach, mit Schweigen wollen die mich angreifen. Nein. Okay, Kollegen. Hör jetzt auf mit dem Verstärkungstruppen. Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist echt, langsam ist es nicht mehr lustig. Wir haben alle unseren Spaß gehabt. Wir haben alle gelacht, aber es ist gut. Ja, und ich muss warten, bis du hier weg bist, ey. Geh ich mal hier hin. Nein, ist doch jetzt mal gut, Mann. Ja, die kreisen mich auch die ganze Zeit immer hier ein. Ich komme hier nicht weg. Mann. Ich kann nicht gegen so viele Gegner auf einmal kämpfen, Mann. Na, jetzt kommen ja auch noch Kavaliere, ey. Oh mein Gott, ey. Wenn ich Ed hier in der Mitte hätte, ne? Hätte das alles regeln können. Hm. Ich guck gerade. Nee, da hätte ich nicht hingehen können, ne? Boah, das Kapitel wird lange dauern noch. Was soll ich hier mache? Donner. Als ich den erreichen kann. Wo lebst du heute überhaupt? Nö. Okay. Da hätte sie sogar überlebt wegen minus ein Schaden von meinem Hauptcharakter. So, da oben sind ein paar Magier. Oh nein, er wird sie verschweigen, ne? Merke ich gerade. Ja, er wird Schweigen auf sie einsetzen, dann kann sie gar nicht zurück angreifen. Ja, weißt du was? All meine Leute sind hier. Oh mein Gott, ey. Wird er nie durchkommen. Okay, nimm mir bloß nicht meinen Heiler weg, ey. Ich glaube, hackt der. So. Komm her, du Stück. Schon wieder getroffen. Also wenn ich mal, wenn er mal daneben hauen würde, dann wird das viel einfacher sein. So, ihr seid alles schön platziert da. Nein, das gibt's jetzt nicht. So. Da glaube ich ein Ritter tot dabei, ne? Ja, der tötet ihn noch nicht mal. Cool. Kommen wir doch mal etwas entgegen, bitte.
Ja, die kann ich nicht erledigen. So, guck mal, jetzt haben wir wieder Yunaka in ihrem Element. Sind 0% getroffen werden. Das kann sowieso nicht getroffen werden, weil... Ja, da haben wir einen toten Gegner. Schon wieder, was mir runtergefallen ist. Und so als ich nehme an, die ist am wichtigsten gerade. So, und er wird ja wohl nicht so eine Gefahr sein für uns. Das ist auch ein Ritter tot, sehe ich gerade, oder? Ey, das ist eine Meisterlanze. So, alles, was ich machen muss hier, zu sorgen, dass er hier außer Reichweite ist. Aber den hier. Ach, du kannst gar nicht kontern, sehe ich gerade. Stimmt, du hast im Eisatem gewechselt. Du hast den Aalsrapier, ne? Der wird ja wohl stark gegen Dings sein, ne? Ja. Mach ich dafür überhaupt Dings? Ja. Okay. Ein paar Sachen überspringen hier. Nach der Zeit wird er ganz schön nervig hier, zum 10 Millionen Mal zu sehen. Okay. Ich viel mehr als nur Training hier bekommen, ey. Direkt vom Horst, direkt vom Pferd hier runtergehauen, ey. Wenn ich Etty dabei hätte, ne, das wäre viel einfacher gewesen. Cool. So, und jetzt wieder weiter nach oben, weil da kommen wahrscheinlich wieder mehr Leute gleich, ne? Und ich kann nicht heilen, das ist nicht schön gerade. Ich eigentlich, aber er kann ja sowieso nicht kontern. Okay, Stärke. Sie bekommt irgendwie mehr Stärke als Magie, habe ich so ein Gefühl. So, wenn ich schon mit John nicht heilen kann, ne? Dann greife ich eben an. Du hast meine Magie weggenommen. Jetzt nehme ich dein Leben weg. So, geht einfach Support-Punkte, ne? Sollte ich das nicht einsetzen?
Ich hoffe, dieser ganze Detour hier mit Etty bringt es auch. Ey. Das darf jetzt nicht wahr sein. Da kommen immer noch welche. Kommen die unendlich? Kommen die echt unendlich? Das sind Schwertkavaliere. Wir sind in Zug 29, Mann. Ey. Das ist echt nicht wahr, Mann. Das sind so viele Gegner. Das sind echt zu viele. Was willst du dagegen machen? So, die können mich alle nicht erreichen, ne? Bewegt sie als letztes. Ich weiß nicht, was da noch passiert. Vor allem, ich bin immer noch nicht mal annähernd hier durch, ne? Ich muss immer noch hier die alle erledigen. Meine Güte, ey. Eisenachs. Ich kann es mir nicht leisten, irgendwie da weit weg zu gehen. Das schwerste Kapitel aller Zeiten. Nächstes Level R hier hoch, ne? Treffer 120. Ausweichen 143. Ich habe eine Idee. Und ich hoffe, diese Idee bringt's. So. Du kommst auf mich los. Oh wow, ich vernichte den. Da ist auch ein Boutique drin ist, ne? Na gut, dann machen wir Folgendes, ne? Du hast nicht auf mit der verdammten Verstärkung. Dann packen wir dich da rein. So, die Leute kann ich ja auch nicht triggern, weil dann kommen schon wieder von da Leute. Irgendwann muss doch mal die Dings aufhören, ne? Das kann ich auch nicht machen. Das ist zu viel, es ist echt zu viel. Für Züge kam jetzt hier Verstärkung. Und ich kann es mir nicht leisten, noch mehr Leute jetzt zu triggern, ne? Weil sonst schon wieder umzingelt von 1 Million Leute. Na, guck mal, ob das funktioniert, ja, ne? Sollte eigentlich, ne? Hat der eine verdammte Wurfball. Prozent. Aber ja, du Stück. Die Trefferchancen schon wieder, ne?
Ich weiß es nicht, der ist immer außer Reichweite, das gibt es jetzt nicht. Warte, was mache ich jetzt? Sie wurde nicht getroffen, aber jetzt kriegt sie auf die Fresse. Eigentlich okay, ich muss eigentlich nur dafür sorgen. Ich glaube, das war ein Fehler, was ich hier gemacht habe. Ich komme ja nicht dazu, irgendjemanden zu erreichen. Cool. Warum doppelst du niemanden? Sind oh mein Gott, dieses Kapitel ist anstrengend. Ich mag es nicht. Ich wollte eigentlich nicht so viele Leute aufnehmen, meine. Weil meine Kehle noch so ein bisschen weh tut von den ganzen Aufnehmen gestern. Aber nein. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich das überlebe. Au, oh, auch das noch, ey. Ach. Er kann ihn da hinten erreichen, ne? Ne, kann er nicht. What? Hey, wie viel Schaden machst du mir? 11. Wie sieht's mit ihnen aus? 12. 11. So. Mach ich den ja. Jetzt musst du als erster angreifen. Dann kann ich dich nicht angreifen. Warum kann ich dich nicht angreifen? 1, 2. Okay. Der Kampf wäre so viel einfacher, wenn ich Etty hätte, ne? Aha. Donk. Bonk. Prozent. Alter, haben wir jetzt mal bald?